Ich habe geplant, am Samstag, den 22., einen Livestream zu machen. Ich wüsste gern von euch, wie das klappt. Schaut dann nochmal in die Kommentare, da wird nochmal alles drinstehen. Und wie ihr seht, ich habe Fanart zugeschickt bekommen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Minecraft Pixelmon. An alle, die ein bisschen besser aufgepasst haben oder sich auch das genauer schon angeguckt haben, die ganzen Folgen, die werden gesehen haben, dass hier, zum Beispiel jetzt auch bei, hauptsächlich bei Fackel, war ich davor, soweit ich weiß, Level 29. Ich habe davor, also heute, vorhin, habe ich ein bisschen, also wollte ich eigentlich ein bisschen aufnehmen. Ich wollte eigentlich hier leveln, bis genau das passiert, perfekt. Und zwar, ich wollte Glutexo, also Fackel, wollte ich zu Glurak weiterentwickeln, damit wir ein Flug-Pokémon haben. Den Grund kann ich euch auch gleich zeigen. Ich habe einen Divi gefangen. Mehr ist an der Aufnahme eigentlich nicht wirklich passiert. Ich habe eigentlich nur gelevelt. Deswegen habe ich das jetzt eigentlich rausgelassen. Vorerst. Sich damit auf, weil hier haben wir nämlich einen neuen Waypoint, den ich hinzugefügt hatte oder hinzugefügt habe. Und zwar, ich habe nämlich eine Arena. Ja, also wir haben eine Arena, zu der wir oder die wir besuchen können. Jetzt dann. Also auch hier kann ich euch kurz zeigen, dass es was. Stimmt, wir haben doch ein paar mehr Pokémon gefangen. Wir haben auf Wunsch von der Chaote haben wir hier Tentaka zu also gegen Traunvogel getauscht. Stimmt, da war ja mehr. Wir haben noch einen Hypno gefangen, das wäre ein bisschen höheres Level. Aber ich meine, dann haben wir eins schon mal ein bisschen. Habe euch die Gerätschaften hier ein bisschen erklärt. Hier ist ein Tauschapparat, kann man tauschen. Sieht, da können wir jetzt hier Fackel anbieten und da kann sie dann mit anderes kommen. Ja. Also hier, der hier ist neu, da werden wir jetzt in diese Richtung werden wir jetzt dann hinfliegen. Was sieht das denn hier aus? Ja, okay, wir sind da auch leicht daneben. Wäsche. Da bin ich jetzt auch schon gefühlt, dass das Mädchen war, glaube ich, dann irgendwas anderes gäbe, so das waren Blümchen. Ja. Maybe ein bisschen weiter entfernt. Stimmt auch, da geht es einfach über ein Meer. Wir können direkt, man kann wirklich schwimmen, Pokémon. Manchmal kann man ja. Also die ganzen Lags hier, die tun mir auch ein bisschen leid. Oder nicht nur ein bisschen, die tun mir leid. Wir sind ja schon da. Da ist es. Was ist denn das hier? Also, das ist, scheint mir eine Arena zu sein. Ein Lavita. Dann fangen wir uns das direkt einmal. Das könnt ihr dann auch gerne entscheiden, ob ihr das ins Team aufnehmen, ob wir das ins Team aufnehmen wollen sollen. Ja, bitte, hallo. So, eigentlich ein Finster dabei wäre doch eigentlich angebracht. Nein, das ist ja auch ein englisch Pokémon. Der kleine Gefangene da hinten, der guckt uns zu. Das ist, würde ich mal sagen, so ein Prisoner-Skin, so ein Gefangenen-Skin, Gefangener-Skin. Geile ist halt, hier haben wir jetzt, ja, hier solches Zeug, was ich euch auch nicht gezeigt habe, hier ist das Divi. Ja, hier, das Lavita haben wir jetzt gerade eben hier gefangen. Ja. Roberto, sollen wir einfach Roberto eintragen, oder? Was sollen wir da eintragen? Jetzt auch geile Pokémon. Das sind Berge, oder beide sind Berge. Sollen wir noch ein bisschen leveln? Ich weiß es nicht. Also das hier ist eine Arena auf den Bergen. Das
sollen wir das nennen? Wenn ich nenne es einfach. Wie ist jetzt? Nein. Da glaube ich drauf. Ja, hier. Steinarena. Oder. Gesteinsarena. So. Also das Waypoint, wo immer der Waypoint ist. Waypoint ist hier. Perfekt. Dann könnten wir hier einfach mal. Level 41. Okay, das ist doch schon etwas höher. Komm schon, Mushas. Mushas. Wir machen das. Ja, geil gemacht. Würde jetzt. Granovil? What? Granovil? Komm schon. Was? Hä? Ja, was ist jetzt passiert? Hä? Müssen wir jetzt nicht noch gegen dieses Onyx kämpfen? Dafür müssen wir jetzt gegen dieses Onyx kämpfen. Also dieser Trainer hätte uns jetzt eigentlich hier was sagen, was man nicht braucht. Ich gehe mal hier runter, damit es hier nicht richtig beschädigt wird. Und zwar alles. Ah doch, wir können es auch mal. Hier drin ist der Orden. Wir haben jetzt den Felsorden erhalten. Ich bin sehr stolz auf uns. Lass mal einen Pokémon geben. Okay, geht nicht. Schade. Also auf jeden Fall jetzt haben wir unseren allerersten Orden. Ich bin extrem stolz auf uns. Ich möchte trotzdem mal noch ein bisschen rumgucken. Also, das ist Roberto, der Arenaleiter. Der kleine Schlinger. Stirb, kleiner. Was auch immer. Ja, ich bin sehr freundlich. Ich merke schon. Ja, also wie gesagt, das ist der Arenaleiter. Was ist denn das? Mit Staralele. Ja, egal. Ja, weiß ich mal, wir bräuchten jetzt auch ein bisschen Kohle. Weil wir dürfen auch genügend haben. Ja, was hat's denn hier noch Schönes? Ich weiß, können wir da nicht hochfliegen, das ist blöd. Schnapper, die erste Wasserattacke, ich bin stolz. Ja, ich auch schon. Ja, da können wir jetzt auch viel, können wir auch viel Stein rausholen. Ja. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hoch, dass wir irgendwo nach oben kommen. Wenn man da oben könnte man ja heilen. Also vielleicht klappt es, wenn wir mit Ponita rein. Hallo? Ah. Ja, Ponita kann springen, das ist perfekt. Mit Ponita brauche ich echt nicht mal die Außenansicht. Ponita kann bis zu zwei Blöcke hochspringen. Ich bin stolz auf dich, Ponita. Ah, das bekomme ich alles an Schaden. Oh.
Robert. Wie geht's? Nein. Also sprich, wir sollten mit Fackel vielleicht am Anfang echt noch ein bisschen besser aufpassen, dass das dass der nicht so schnell down geht. Ich meine, das wäre schon ein bisschen schade, wenn wir dann da nicht weiterkommen. Ja, ich möchte das auch noch ein bisschen erkunden. Hier ist ein Schneegestöber, Schneegefalle. Ich hoffe, wir bringen sie mal nach unten. Ich meine, das Geile ist halt, wenn wir mit Fackel jetzt halt gehen sollten. Aha, wir können hier gerade einmal den Arena-Leiter nachmachen. Dass es nicht irgendwie ein Battle oder sowas gibt. Gut. Ja, das würde jetzt echt mal sein, da können wir jetzt wenig Schwerfall nehmen. Das ist ja jetzt auch nicht so hohes Level. Auf Onyx kann man reiten. Ja, also können wir schon nehmen. Hallo, Onyx, bleibst du mal bitte da. Ich habe extra für dich einen Schwerball genommen. Du bist ja groß und schwer. Ja. Das ist jetzt irgendwo ganz da unten, wie man die Maus gerade sieht. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist irgendwo ganz da unten. Jo. Vielleicht bringt es ja was. Ich habe auch irgendwie die Hoffnung, dass wir vielleicht hier ein paar Fossilien finden könnten, weil ich meine, das ist ein Berg. Auf einem Berg gibt es Steine und in Steinen können Fossilien versteckt sein, oder? Es sind auch ab und an mal Fossilien versteckt. Was ich davor auch bei der vorherigen Aufnahme mal noch gefragt habe, ein Daubbürger. Ich habe gerade überlegt, ob wir das vielleicht fangen sollten. Einfach so, weil wir das jetzt fangen könnten. Nicht immer außenrum fliegen. Wenn wir wissen, was es denn hier alles gibt. Ob es irgendwas Geiles gibt.